Diagnose wird Ihnen präsentiert vom Rehab Basel. Die häufigsten Ursachen für eine Tetraplegie, das heisst ab da gelähmt sein, passieren im Strassenverkehr oder im Sport. Seit dem TÜV-Unfall vom Rainer Herbst ist er Tetraplegiker. Was heisst aber Tetraplegie und wie gehen die Patienten mit diesem Schicksal um? Wir schauen nochmal zurück auf unsere letzte Sendung und später im Talk begrüßen wir ganz herzlich den Rainer Herbst und den Dr. Holger Lochmann. Er ist Oberarzt im Rehab Basel. Bei einer Tetraplegie hat der Patient einen Schaden im Rückenmark erlitten und das im Halsbereich. Das heisst, der Patient ist ab dort gelähmt, mit oder ohne Beteiligung von Hand und Arm. Häufigste Ursachen für Tetraplegie sind einerseits Unfall beim Sport, bei der Arbeit, am Verkehr. Aber es gibt auch Krankheiten, zum Beispiel bösartige Neubildungen, es gibt Bandscheibenvorfall, es gibt Entzündungen vom Rückenmark im Halsbereich, wo Tetraplegie zur Folge hat. So, mein Schatz, jetzt bringe ich dich ab. So. Dolga Sutter ist seit 48 Jahren als Tetraplegikerin im Rollstuhl. Nicht wegen einem Unfall. Sie hat einen Tumor 1969 im Rückenmark gehabt. Die Operation als solches ist gut gegangen. Nach der Operation habe ich dann aber plötzlich Ausfall gekriegt und einen Tag später totale Lähmung. Und vermutlich ist es durch eine postoperative Einblutung passiert. Ganz genau ist es nie geklärt worden. Wie ist es Ihnen seine Zeit gegangen und wie geht es Ihnen heute noch, dass Sie vielleicht gesagt haben, wieso ich? Warum ich gang mit beiden Beinen und Arm funktionierend in das Unispital auf Zürich, lasse mich operieren und komme raus und bin eine komplette Tetraplegikerin. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Also, am Anfang habe ich es gar nicht realisiert, weil eben gar nicht darüber geredet worden ist. Und ich habe gedacht, es braucht Zeit. Und die haben auch gesagt, in Basel, im Zentrum, habe ich Rehabilitation. Und sie denken, da kommt also sicher ein grosser Teil wieder zurück. Und das ist nicht passiert. Wie oft haben Sie im Leben brillt, Frau Sutter? Und was haben Sie gemacht, dass es Ihnen heute so gut geht? Also ich denke, Tränen sind wichtig. Die gehören dazu. Es ist natürlich ein Unterschied von den einzelnen Temperamenten. Aber ich finde es wichtig, dass man gerade am Anfang seinem Schmerz freien Lauf lassen darf, ob man das jetzt für sich allein macht oder auch mit jemand anderem in Tränen fließen lassen. Das ist unwichtig. Es muss einfach vor allem selber stimmen. Aber man muss den Schmerz, der muss Platz haben. Sonst, ich glaube nicht, dass man sonst frei wird. Aber was ganz, ganz wichtig ist, das Umfeld muss stimmen. Das ist in erster Linie die Familie, Partner, Freundeskreis, Nachbarn. Also das Umfeld muss stimmen, das Soziale. Und da habe ich das Glück gehabt, dass es von Anfang an funktioniert. Bei Tetraplegikern können sich nebst Nebenerkrankungen auch Druckgeschwür von vielen Sitzen, sogenannte Dekubitus, entwickeln. Früher sind Patienten an dem gestorben. Dekubitus ist eine schwerwiegende Komplikation, Nebenwirkung von einer Tetraplegie. Häufig kommt das zustande, dass Patienten schlecht sitzen, schräg, krumm sitzen oder zu lang zum Beispiel auch auf einem schlechten Krüssi sitzen. Was für Nebenerkrankungen können bei einer Tetraplegie eben auch noch auftreten, weil die Organe ja zum Teil eben auch gelähmt sind? Bei einer Tetraplegie können auch eben die Atmungsfunktion beeinträchtigt sein. Das tut dann auch die Lebenserwartung häufig reduzieren. Die Rumpfstabilität ist reduziert und auch Kreislauf, Herzschlag und sogenannte sympathische Funktionen können unter der Tetraplegie eingeschränkt sein. Das Rehab Basel begleitet Patientinnen und Patienten ein Leben lang.
Die Patienten haben auch nach der Rehabilitation die Möglichkeit, weiterhin zur Jahreskontrolle zu kommen. Grüezi, Herr Lochmann. Grüezi, Frau Sutter. Herzlich willkommen bei uns. Wir machen heute die ambulante Jahreskontrolle. Ja. Dazu gehört zum Beispiel Ultraschall. Mit dem starten wir jetzt gerade. Wir probieren mit diesen Jahreskontrollen für unsere Patienten maßgeschneidert auf ihre Situation eine gute Vorsorge zu schaffen und ein langes Leben zu ermöglichen, ein gutes Leben, ein gesundes Leben. Und wir probieren dort die Vorsorgemaßnahmen speziell auf Gelähmte anzupassen. Herzlich willkommen zurück zum Talk. Rainer Herbst, was ist damals vor 28 Jahren bei Ihnen passiert? Ja, ich bin bei einer Ausfahrt mit dem TÜV verunfallt, selbst verunfallt. Und ja, bin eigentlich auf der Straße gelegen und habe eigentlich schon gespürt, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist. Dann haben sie mich mit der Rega nach Pforzheim geflogen, in die Reha-Klinik Langensteinbach. Und bin nach 2 Monaten bin ich zurück nach Basel transportiert worden und habe dort meine Reha verbracht, 22 Monate. Tetraplegie, was heisst das? Was können Sie noch selber machen? Es ist natürlich sehr eingeschränkt, was ich noch machen kann. Ich kann den rechten Arm bewegen. Den Kopf kann ich noch bewegen, der Kopf funktioniert noch gut, ich denke, ich hoffe noch. Und versuche natürlich im Alltag das zu machen, was zu machen ist für mich. Es sind nicht viele, aber es sind doch einige Sachen, wo ich selbstständig bin. Drin. Das heißt zum Beispiel am Computer arbeiten, das Telefonieren, das Bett selber bedienen durch den James, wo man bei mir installiert hat. Aber am größten Teil muss ich natürlich gepflegt werden. Das heißt, von der Pflege bedient werden. Oder? Herr Lochmann, bleiben wir gerade bei der Pflege. Wenn man den eigenen Körper nicht mehr spürt, dann ist es ganz wichtig, dass man gut auf den Körper schaut, zum Beispiel wegen der Decubitus-Druckstellen, die früher sogar tödlich waren. Aber wie wichtig spielt auch die Psyche eine Rolle? Psychische Rehabilitation ist ein ganz wichtiges Thema. Wir unterstützen die psychische Verbesserung, Rehabilitation mit verschiedensten Diensten, zum Beispiel mit dem psychologischen Dienst, mit der Seelsorge. Wir haben aber auch Tiere im Einsatz, im Tiergarten, wo wir versuchen, Patienten aufzustellen und die psychische Situation zu verbessern. Der Herr Herbst ist ein aufgestellter Mann, so wie wir ihn haben kennenlernen durften. Wahrscheinlich sind lange nicht alle Patienten, die mit dem gleichen Schicksal hadern oder mir umgehen, so aufgestellt wie er. Oder es ist eben auch frisch. Wie betreuen Sie die Patienten? Macht das Rehab auch? Der Charakter, das Wesen von einem Patienten ändert sich meistens nicht nach einem Unfall mit einer Querschnittlähmung. Ein positiver, lebensbejahender Patient mit viel Energie wie der Herr Herbst, das bleibt er auch nach einem Unfall als Tetraplegiker mit dem Wesenszug. Herr Herbst, wie oftmals haben Sie gedacht, Sie wären so nicht mehr leben? Also am Anfang war es schon oft. Also ich muss echt sagen, das erste halbe Jahr habe ich oft daran gedacht. Hat es überhaupt noch einen Wert? Hat es einen Sinn in der Situation? Und muss auch dazu sagen, ich habe es aber auch noch gar nicht richtig kapiert, was es heißt, Tetraplegiker zu sein, oder? Das erfährt man erst später, oder? So nach 2, 3 Jahren, wenn man dann einfach mal lernt, damit umzugehen oder versucht, zumindest zu lernen, damit umzugehen. Ich habe einfach meine positive Sache rausgezogen aus der Sache. Das heißt, nicht nur immer ins Negative gedacht, sondern einfach als Positive gesehen, oder? Und so habe ich einfach mein Leben danach gestaltet, oder? Das ist sehr bewundernswert. Herr Lochmann, das Rehab sagt, Sie die Patienten ein Leben lang begleiten. Wie machen Sie das? Wir machen das im Rahmen von ambulanten Jahreskontrollen, Standortbestimmungen im Abstand von 1 bis mehreren Jahren, je nach Gesundheitszustand. Ziel ist wirklich, dass der Patient mit einer engen Bindung an uns in maßgeschneidertem Umfang beraten, gecoacht wird und dass wir ihn begleiten über die Zeit in schweren, aber auch in besseren gesundheitlichen Phasen und probieren, jedem Patienten dadurch auch individuell gerecht zu werden. Sie beide kennen sich seit über 10 Jahren. Haben Sie eben von diesem Angebot können profitieren? Wie hat Ihnen das geholfen, auch in der schwersten Zeit, dass Sie hier jemanden hatten, der angeschaut hat, dass der Körper keine Nebenerkrankungen gibt
Und B, haben Sie doch hier auch Leute kennengelernt, vielleicht, die mit dem gleichen Schicksal umgehen müssen? Was hat Ihnen das bedeutet oder immer noch? Also das Erste, das Rehab hat mir sehr viel geholfen. Ich bin sehr froh, dass ich das Rehab habe. Und ob jetzt auch von der psychischen Seite her oder von der gesundheitlichen Seite her, habe ich vom Rehab nur profitiert. Seit 28 Jahren begleitet sie mich. Und ich kann immer wieder zurückgreifen, ob es Herr Dr. Lochmann ist oder sonstige. Also ich bin immer sehr gut hier behandelt worden. Und das ist eigentlich so das was ich an dem Rehab schätze. Das war schwer schätze. Ja, und die psychische Seite ist eigentlich bei mir. Am Anfang vom Rehab gab es das noch nicht so richtig hundertprozentig. Und ich habe mich aber so aus dem Loch selber ein bisschen rausgeholt. Und durch meine Kollegen, die mich dabei unterstützt haben, habe ich dann einfach wieder, wie gesagt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, gelernt, mit der Situation umzugehen. Oder? Herr Lochmann, die Dörf-Saison fängt jetzt an. Es fahren alle wieder ihre Dörf aus. Was raten Sie? Wenn Sie Dörf fahren, dann machen Sie das nur, wenn Sie sich auch fit fühlen, nicht wenn Sie müde sind. Fahren Sie nicht nur defensiv, fahren Sie sehr äußerst defensiv. Als Zweiradfahrer ist man immer der schwächste Part im Straßenverkehr. Und wenn ein Unfall passiert, sind Sie immer am schwersten betroffen. Herr Herbst, vielleicht zum Abschluss. Wenn jemand dennoch in eine ähnliche Situation oder in eine gleiche Situation kommt, was sagen Sie dieser Person? Den Versuch zu starten, nicht nur immer das Negative zu sehen in der Situation, sondern versuchen, auch die positiven Seiten. Und die kann man erleben, auch als Tetraplegiker. Und ich habe in meinem Leben sehr viele positive Sachen erlebt. Und das versuche ich den Leuten zu vermitteln. Vielen Dank für die Worte. Das ist sehr eindrücklich. Merci auch, dass Sie hier gekommen sind, Herr Herbst. Dankeschön Ihnen vielmals, Herr Lochmann, für Ihre Ausführungen und für Ihre Tipps. Und Ihnen daheim vielen Dank fürs Zuschauen. Uns gibt es am 18. April wieder. Dann berichten wir aus dem Bethesda-Spital zum Thema minimalinvasive Gebärmutterentfernung. Bis dann, bleiben Sie gesund, passen Sie auf und auf Wiedersehen miteinander. Die Diagnose ist Ihnen präsentiert worden vom Rehab Basel.